Die Motorworld München ist an ihrem Bestimmungsort angekommen, dem denkmalgeschützten Bahnausbesserungswerk in München-Freimann. Am Samstag, den 18. Juni 2016, ließen sich rund 10.000 Besucher die Chance nicht entgehen, beim ersten Warm-up zugleich offizieller Startschuss der Bauarbeiten dabei zu sein. Stilgerecht rollten viele davon mit ihren eigenen automobilen Schätzen an, sodass sich das Außengelände und die dazugehörigen Hallen mit über 2.100 Fahrzeugen füllten. Oldtimer, Youngtimer, Supercars, Motorräder und Raritäten. Ein herrliches Treffen mobiler Faszination à la Couleur und zugleich gelungener Startschuss. Die Besucher konnten einen Blick in alle vier Hallen auf dem Motorworld München Gelände werfen. Im Zenit hatten sich sogar echte automobile Raritäten versammelt, wie zum Beispiel ein Pizzarini 500. Es unterstreicht, dass München bereit ist für dieses neue, sehr lebendige Mobilitätszentrum und Event-Ensemble.